Okay, ich habe in diesem Video pickepackevolle Themen euch mitgebracht. Damit willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Wir haben ein Hintergrundupdate bekommen. Die aktuelle Eventwoche ist kürzer und es gibt Infos zu kommenden Events, GTA Online Update und vieles mehr. Und wir beginnen als erstes mit der aktuellen Eventwoche. Denn diese geht nur bis Dienstag, den 22. November. Das sind 2 Tage weniger als sonst. Der Grund dafür ist aktuell noch unbekannt. Es kann sein, dass das Ganze etwas mit dem Thema Thanksgiving zu tun hat, denn am Donnerstag, am 24. November, ich habe auf mein Schmierblatt Februar geschrieben, alles klar, 4 Monate erstmal, keine Eventwoche mehr. Na, jetzt mal im Ernst. Am 24. November ist in den USA Thanksgiving. Das Ganze ist ein Feiertag. Es könnte sein, dass wir an diesem Tag in GTA Online auch irgendetwas von Rockstar Games geschenkt kriegen könnten. Das Ganze ist aktuell noch nicht bekannt. Was auch noch passieren könnte, ist, dass am Black Friday Rabatte in GTA Online geben wird. Das Ganze hat Rockstar Games schon mal gemacht, wo gute Fahrzeuge im Angebot waren, die man auch für GTA Online gebrauchen kann. Das Ganze könnte diese kommende Eventwoche genauso sein, beziehungsweise erst am Black Friday und dann bis Montag oder bis Sonntag, so war das letztes Mal, könnten die Angebote am Start sein. Das bedeutet, ihr habt bis zum 21. November Zeit, die Pantherstatue in Cayo Perico auszuspähen und abzusichern. Keine Sorge, ihr müsst diese heiße Mission, wenn ihr die Pantherstatue haben wollt, nicht bis zum 21. November gemacht haben, sondern ihr müsst sie ausspähen. Wenn ihr das Ganze ausgespäht habt und abgespeichert habt, dann könnt ihr das Ganze in der Theorie auch 10 Jahre später, wenn es GTA Online Server gibt, machen. Hauptsache, ihr habt das Ganze ausgespäht. Dann ist das gespeichert, er hat für die nächste Cayo Perico Mission die Pantherstatue. Hier ist eine Sache sehr wichtig, Leute, wenn ihr die Pantherstatue ausgespielt habt, nicht das Spiel sofort schließen, sondern darauf achten, dass unten rechts ein orangener Kreis sich dreht. Denn das ist das Symbol dafür, dass das Ganze abgesichert worden ist und gespeichert worden ist und das Spiel weiß, ja, er hat Cayo Perico gemacht und ich habe es gespeichert. Ändert am besten dafür einfach ein Outfit von euch in GTA Online, dann wird das immer zu 100% abgesichert. Warum ich das sage? Nun, mir ist das in der Vergangenheit passiert, dass ich irgendeine Mission abgeschlossen habe, das Spiel sofort geschlossen habe und meinen Bonus oder mein Geld, meine Sammelobjekte nicht bekommen habe oder die nicht abgesichert worden sind. Deswegen Pro-Tipp an dieser Stelle für alle GTA Online-Spieler. Für die, die es eventuell nicht wissen, es gibt aktuell die Pantherstatue in Cayo Perico, damit haben wir das Ganze auch geklärt. Sehr schön. Ich habe nun herausgefunden, dass du in Cayo Perico nicht nur ein Hemd bekommen wirst, sondern auch ein Hut, welches du freischalten kannst. Das Ganze ähnelt sehr stark dem Hut von El Rubio. Nicht nur, dass wir den Typen einfach alles wegnehmen, nein, wir klauen den noch seinen Hut in dieser Eventwoche, wenn wir Cayo Perico abschließen sollten. Das bedeutet, am 22. November gegen 10, 11 Uhr morgens bekommen wir wie gewohnt eine neue Eventwoche. Das Ganze wurde vorgezogen. Das bedeutet, Casino-Fahrzeug, Geld, Angebote und vieles mehr wird kommen. Dank der Homepage von Rockstar Games wissen wir auch, dass der White Buddy vom Sentinel Classic erscheinen wird, denn auf der Homepage wurde schon angeteasert, dass es das am 22. Februar geben wird. Dort steht, am Dienstag feiert eine White Body Variante eines beliebten deutschen Klassikers ihr Debüt. Damit wäre das das letzte DLC-Fahrzeug aus dem Sommer-Update in GTA Online. Es kann sein, dass Rockstar Games eventuell heute, sogar noch am selben Tag, wo das Video erscheint, noch irgendeinen Beitrag posten wird für Thanksgiving und die kommenden Events. Wenn das Ganze stimmen sollte und passieren sollte, werde ich auf jeden Fall dazu noch ein Video posten. Deswegen am besten abonnieren, Glocke aktivieren, Haare shampoonieren, Sujuk inhalieren und ihr seid immer wieder hammergeil am Start mit den neuesten Infos rund um GTA 5 Online und Co. Auch wenn Black Friday kommt und die ganzen anderen Angebote kommen sollten, auch dort werde ich natürlich einige Sachen posten. Was auch kommen wird, was Rockstar Games auf ihrer Homepage selber bestätigt hat, ist, dass wir eine Community Challenge kriegen werden zum Finale des Heist Event 2022. Wir wissen noch nicht, was das Ganze ist, aber wenn das Ganze ein Community Event ist, dann geht es sehr wahrscheinlich darum, dass wir in Heist Mission Geld stehlen sollen und eine bestimmte Summe erreichen sollen. So etwas wie zum Beispiel 2 Milliarden, 3 Milliarden Dollar in GTA Online. Das letzte Mal, als so eine Challenge kam, waren es 2 Milliarden Dollar, so viel ich noch Erinnerung habe. Und dafür haben wir dann Geld bekommen. Dank dem Hintergrundupdate in GTA Online weiß man, dass es ungefähr 700.000 Dollar sind. Das Ganze mit Vorsicht, aber genießen, denn es könnte sein, dass wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen mehr kriegen könnten. Kann aber auch sein, dass das Rockstar Games noch ein bisschen anpassen wird und wir weniger bekommen werden.
Wir werden sehen, wenn wir es sehen werden. Auch dazu natürlich Infos von mir noch im Detail, wenn alles offiziell ist von Rockstar Games. Wir bekommen aktuell immer noch 2 Millionen Dollar, wenn wir alle Heist-Missionen in diesem Heist-Event abschließen. Also alle, die originalen Heist-Missionen, Doomsday Heist, Casino Heist und Caio Perico Heist. Das bedeutet, wenn du alles machst, bekommst du das Geld von den Heist-Missionen, die 2 Millionen Dollar und die Community Challenge, wenn die erreicht wird, 700.000 Dollar, wenn das Geld stimmen sollte. Das Ganze werden wir uns natürlich am Dienstag, wenn die neue Eventwoche kommt, anschauen. Das bedeutet, die nächste Eventwoche geht bis zum Donnerstag, den 1. Dezember. Einen Tag vor meinem Geburtstag kommt also eine neue Eventwoche. Und wie es ausschaut, geht diese Eventwoche ein bisschen länger. Denn Rockstar Games macht das gerne so kurz vorm Update, dass die Eventwoche statt einer Woche 12 Tage lang geht. Und dieses Mal ist das genauso wie bei dem letzten Update, ist die Eventwoche länger. Das weiß man dank dem Hintergrund-Update. Also es sieht alles nur noch so aus, als ob Rockstar Games sich darauf vorbereitet, die Eventwoche zu verlängern. Und wenn das Ganze stimmen sollte, kommt eine neue Eventwoche in GTA Online an einem Dienstag, den 13. Dezember. Und der 13. Dezember, meine Damen und Herren, ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Update-Tag. Denn GTA Plus endet am 12. Das bedeutet, auch am 13. Dezember kommt GTA Plus neu raus. Und das ist kein Zufall, das ist natürlich gewollt von Rockstar Games. Und da haben wir eigentlich den Beweis, auch wenn ich kein Leaker bin, auch wenn ich kein Dataminer bin, dass wir am 13. Dezember sehr wahrscheinlich ein Update bekommen. Ich habe in einem Video 90% Wahrscheinlichkeit gesagt, aber jetzt durch den Hintergrund-Update sage ich 95%ige Wahrscheinlichkeit, außer es gibt eine Verschiebung. Wir wissen immer noch nicht im Detail, was genau kommen wird. Es gibt nur Gerüchte, die habe ich ja alle schon mal erwähnt. Michael kommt zurück, wir bekommen neue Contract-Update. Wade von Trevor soll auch in irgendeiner Form zurückbekommen. Das hat man wohl mit den geleakten Quellcodes herausgefunden. Also da gibt es sehr viele wilde Theorien und ich möchte davon nichts bestätigen, denn noch ist nichts zu 100% von Rockstar Games bestätigt worden. Also ihr merkt, kurz bevor das Update erscheint, wird alles ein bisschen anders sein und es gibt nochmal Geld, Rabatte, Angebote und mehr. Eine sehr, sehr interessante heiße Zeit ist rund um GTA Online wieder mal am Start, wo die Theorien natürlich brodeln werden, wo jeder Freitag, jeder Dienstag und auch Donnerstag ein Ankündigungstag sein kann. Denn wenn die Eventwoche wirklich wieder mal 12 Tage geht, dann erwarte ich, dass am 8. Dezember oder am 9. Dezember eine Ankündigung oder ein Trailer, um genauer zu sein, gedroppt wird von Rockstar Games rund um das Thema GTA 5 Online Update. Auch die kommenden Eventwochenfahrzeuge wurden mit dem Hintergrund-Update gedroppt. Und wir beginnen beim Thema Drop mit dem Windsor Drop, ein Cabrio, welches normalerweise 900.000 Dollar kostet. Das wird als Casino-Podium-Fahrzeug erscheinen, genauso wie der Postlude, der 1,3 bzw. 982.000 Dollar kostet. Natürlich 1,3 Millionen Dollar. Außerdem gibt es für den Los Santos Car Meet ein Fahrzeug, und zwar den Z-Type, der 950.000 Dollar kostet. Und nochmals hier an dieser Stelle ein kleiner Fun-Fact zum Z-Type, der kostet in dem GTA Story-Modus 20 Millionen Dollar. Sehr viel Geld, ich weiß nicht, warum das so ist, wahrscheinlich weil das ein Einzelstück ist im GTA Story-Modus sozusagen. Auf jeden Fall wird man den kostenlos im Los Santos Car Meet freischalten können. Ja, das war pickepackevolle Themen. Die Eventwochen werden vorgeschoben, werden verschoben. Wir bekommen sehr wahrscheinlich zu Thanksgiving irgendetwas, irgendwelche Angebote und Rabatte. Wir bekommen ein GTA Online Update. Wir bekommen sehr wahrscheinlich noch eine Ankündigung davor. Und vielleicht hier und da eine kleine Überraschung. Zum Beispiel gibt es noch das Gerücht, dass die PC-Version die neueste, aktuellste GTA-Version kriegen wird und das Ganze aktualisiert wird. Wir werden sehen, was passiert, wenn es passiert. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, dann werde ich euch persönlich loben. Danke, macht's gut und tschüss.